Willkommen zurück zu The New Adventure of John. Ja, weiter geht's, Leute. Wahrscheinlich steuern wir jetzt auf das große Finale hinzu. Ich bin ja mal gespannt, denn wir haben alles erledigt. Unsere optionale Aufgabe, wir haben die Gruppe zusammen, wir haben eingekauft. Mir würde nicht mehr einfallen, was wir noch machen könnten. Und deswegen geht's jetzt weiter nach Norden, wo sich der böse Drachentöter aufhalten soll. Ich bin mal gespannt, was da noch auf uns zukommt. Im Norden liegt der heilige Drachensee, im Süden liegt Thrakia. Alles klar. Dann wollen wir mal losgehen. Okay, das ist eventuell unser letzter Dungeon und schon bekommen wir roter Drachenpunsch. Was ist das denn? Ein neues Item? Ja, anscheinend. Hätte ich gar nicht gedacht, dass da noch was Neues kommt. Schauen wir es uns gleich mal an. Füllt Magie auf 80% nur für Tammy. Da fällt mir noch etwas ein, was ich das letzte Mal anscheinend nicht gecheckt habe. Wir können nämlich das Drachenzepter ausrüsten. Weil es ein Zepter ist, habe ich halt gedacht, das ist eine Waffe. Habe ich jetzt als anderes gar nicht wirklich eingestuft. Und deswegen, ja, freut mich natürlich. Halbiert den MP-Verbrauch, ist also ein dauerhafter Zustand, ab sofort für die gute Tammy. Das freut mich zutiefst. Das heißt, wir können jetzt noch deutlich mehr Magie rausschleudern. Und hier gibt es Fischgegner. Parasiten und Alligatoren. Was für eine sumpfige Gegend. Na gut, aber ich denke, erstmal werden wir keine Magie nutzen müssen. Einfach Truffkloppe und gut ist. So. Ja, ich bin ja mal gespannt, was das hier noch für uns bereithält. Dieses 80% Magie-Auffüll-Item werde ich mir wahrscheinlich auch für den Boss aufheben. Denn, okay, wir haben genug Items, die Magie auffrischen, aber 80% ist halt eine schöne Hausnummer, ne? Also da, das werde ich definitiv noch gebrauchen können. Vor allem, wenn ich viel Magie nutzen will. Mal gucken, wenn der Alligator jetzt nicht gleich stirbt, dann doch. Ja, okay. Hier muss ich keine Magie verschwenden. Okay, weiter geht's. Hier ist eine weiße Schlange. Mal gucken, sind das andere Gegner? Oh ja, das sieht ja aus wie Leviathan. Eine Seeschlange, ja, komm, ja, gib dem schon halt mal eine Seeschlange. Ist ja nix. Aber hey, okay, schöne Magie. Wir sind ja jetzt zu viert und jetzt sind wir ja auch wieder offiziell zu viert. Alles also wieder normal, was den Schwierigkeitsgrad betrifft. So wie es sein soll. Und deswegen kloppen wir jetzt drauf hier. Sieht schon cool aus, die Seeschlange. Sie hat ja ein Einhorn. Ein Seeschlangen-Einhorn. Eigentlich ein edles Geschöpf bestimmt. Aber es greift uns an und deswegen muss es leider sterben. Wenn es denn mal stirbt. Yeah! Erfolg auf ganzer Linie. So muss es sein. Was haben wir denn hier Feines? Wein! Kein Rotwein diesmal, einfach nur Wein. Muss ich mal eben nachgucken. Ne, scheint zum Wein zu gehören. Zumindest sehe ich hier jetzt kein Wein separat. Also war es wohl doch ein Rotwein. Denke ich mal. Ja, dadurch, dass hier alles so eng ist, bin ich fast dazu gezwungen, die Gegner auch alle zu machen. Blauer Drachenpunsch. Ein neues Item. Letztens war ein roter, ne? Ja, blau füllt HP auf. Wow, für die Gruppe. Eine Komplettheilung auf die Gruppe. Wie geil ist das denn? Also schöne Items hier gegen Ende nochmal eingebaut, muss ich sagen. Da freue ich mich doch. Ich bin ja mal gespannt, was es mit dem Drachentöter eigentlich auf sich hat. Ob da noch ein Motiv dahinter steckt oder ob es einfach nur ein ganz, ganz böser ist. Den wir natürlich vernichten werden. Ist aber klar. Naja, mal sehen. So langsam sollte ich mich gleich mal heilen. Ich meine, ich hab's jetzt, ja. Ich kann's mir erlauben. Heilen alle kostet nur noch 10 MP. Das ist doch toll. Richtig preiswert jetzt. Hat früher 20 gekostet, ja. War mir gar nicht so bewusst. Jetzt, wo es halbiert wird, gucke ich eher drauf. Ah, Level 9 erreicht Tammy und die anderen beiden Goftels haben Level 7. Na, immerhin. Jo, und die nächsten Parasiten und Schlangen, die uns aufhalten wollen. Aber sie haben keine Chance, vor allem die Parasiten nicht. Die sind ja mal richtig billig. Aber sie schützen ja nur die heilige Seeschlange.
Das bringt ihr nichts. Ich spreche durch. Aber Tami müsste man eigentlich schon wieder heilen. Vielleicht einfach nochmal so ein Heilen alle. Einfach weil wir es können. So, komm. Ich gehe lieber nur mal sicher. Ich will jetzt echt nicht mehr rumgeizen. Bei all den Items und so, die wir haben, gibt es keinen Grund mehr hier der Magie scheu zu sein. Aber ich erwische mich immer wieder, wie ich trotzdem scheu bin und bleibe. Ach ja. Ich muss gerade an F12 denken, was wir letztens im Livestream durchgespielt haben. Nach über einem Jahr. Da war ich genauso scheu, wenn es um sowas ging. Aber es ist geschafft. So, machen wir jetzt den Gegner und dann erfreuen wir uns über die Kiste da rechts. Ich finde den Dungeon relativ schön. Sieht mal ein bisschen anders aus, wie das, was man sonst so gewohnt ist. Und durch die engen Schneisen wirkt es auch so ein bisschen labyrinthartig. Auch wenn, ja, die Übersicht bisher natürlich noch da ist. Das ist gut so. So, Alligator, du hältst mir eindeutig ein bisschen zu viel aus, weißt du das? Wer trifft denn da immer daneben? Das kann doch nur der Spyro sein. Ich finde das lustig, wie er da immer abgeraged hat, weil er so selten trifft. Weiß gar nicht, ich achte da viel zu selten drauf. Muss ich mal überprüfen, ob das hier jetzt auch so ist, dass er selten trifft. Aber ich finde das nicht schlimm. Dies ist eine Fake-Truhe. Schon wieder. Na toll. Warum ist die Truhe leer? Achso, ich habe den Inhalt schon genommen. Naja, fast. Es war nie was drin. Na gut, schade, schade. Eine Fake-Truhe. Naja, besser wie ein Mimik, das mich angreift. Die kann ich mal überhaupt nicht leiden. Nicht mal ein Kugelschreiber war drin. Ich müsste mal meine Kugelschreiber benutzen. Naja. So. Nee, Heilung lohnt sich noch nicht wirklich. Ich bin mal gespannt, wie groß das Gebiet ist. Ob sich das jetzt bald schon dem Ende nähert oder ob wir hier noch eine gute Weile verweilen. Ich weiß es nicht. Es kann natürlich auch sein, dass wir für das Finale auch überziehen werden. Das wird sich alles zeigen. Wobei ich nicht glaube, dass wir heute schon zum Finale kommen. Allein der Abschluss wird bestimmt nochmal ein Part für sich beanspruchen, wenn ich da an den Abschluss des Vorgängers denke. Da waren ja auch nochmal so schöne Gespräche etc. drin. Das wird man nicht alles so auf die Schnelle abhandeln können. Da freue ich mich auch schon drauf. So. Seeschlange. Dich mache ich noch kalt und dann beim nächsten Kampf werde ich wieder Heilen alle benutzen. Lalalal. Ja, jetzt sieht es nämlich bei allen ein bisschen knapp aus. Und ich hämme auf die Tasten wie ein Blöder. Naja, egal. Da oben steht schon wieder diese mysteriöse Figur, die sich immer noch nicht zu identifizieren weiß. Aber vielleicht wird sie es ja gegen Ende tun. Wer ist dieser Geheimnisvolle? So, jetzt erstmal heilen. Heilen alle! Ich glaube, das benutze ich dann gleich nochmal, um sicher zu gehen. Tami ist zwar schon wieder voll mit den MP, aber der Rest halt nicht. Vielleicht ist ja der Geheimnisvolle der Drachentöter, obwohl das glaube ich nicht. Das wäre ein bisschen doof. Er hat mir immer geholfen und ich meine, wir waren auf die Jagd nach ihm und das hätten die Drachen auch gewusst. Also es wäre strange. Eine lila Kiste. Eine goldene Kiste. Ja, damit. Gelbe Drachenpunsch. Ein neues Item. Ja, was wird denn das erhöhen? Füllt HP auf 80% für ein Mitglied. Ah ja, okay. Auch gut. So. Und wieder einmal die gleiche Gegnerkonstellation, die wir zu Brei hauen werden. Mögen sie das sumpfige Gebiet zurückkehren. Mögen sie abtauchen und nie wieder auferstehen. So, Seeschlange. Ich hab dir nichts getan. Oh, ich wollte mich doch nochmal heilen. So, Tami ist gleich dran. Jetzt. Heilen alle. So, jetzt sieht schon wieder viel besser aus. Wie heißt diese Magie? Blasen? Naja, okay. Besiegt!
Okay. Weiter geht's. Jetzt die lila Kiste. Der Zauber Flammensturm für Tammy. Juhu, ein neuer Zauber. Cool. Gleich mal austesten an diesem Fisch da. Da rechts ist ein Haus. Okay. Muss ich mal gucken, wie ich da hinkomme. Bisher gibt es ja nur einen Weg, wenn ich das richtig übersehe. Übersehe klingt natürlich jetzt falsch. Überschaue, das ist das richtige Wort. Flammensturm. Yeah! Na klar, Flammensturm, ne? Wasserviecher, ist klar, dass das reinzieht. Wobei, nee, ist ja eigentlich Blitz. Ach ja, kommt halt drauf an, ne? Ist ja von RPG zu RPG unterschiedlich. Manche haben eine Schwäche Feuer und Eis, andere haben eine Schwäche Blitz und... Ja gut, kommt auf die Elemente drauf an. Blitz und Wasser, klar, aber normalerweise, klassisch ist es ja eher Erde und Luft. Ist halt immer unterschiedlich. Eine Fake-Truhe schon wieder. Spyro ist so ruhig in der Gruppe, was ist denn da los? Gelber Drachenpunsch, ein neues Item. Nein, denk, das kennen wir schon, Werter John. Aber Kurzzeitgedächtnis, man kennt das ja. Gut. Ja, wahrscheinlich ist dieses Haus, man hat es ja schon an dem Schild gesehen, nochmal so unsere letzte Ruhestätte. Also nicht die allerletzte, so Game-Over-mäßig, ne? Ihr wisst schon, wie ich es meine. Die letzte vor dem großen Kampf. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ach komm, heil dich. Oder, nee, Flammensturm lohnt sich eigentlich schon nicht mehr. So, und Ruf, und Ruf. Mach euch alle platt. Ach ja. Heute geht's mir richtig gut. Schönen Tag mit der Kleinen gehabt. Sie hat ihre erste Urkunde mit nach Hause gebracht. Ja. Sie ist jetzt geprüfter Fußgänger. Hm. Als nächste Urkunde steht dann wohl Fahrradfahren an. Da werde ich hier noch ein bisschen... sie noch ein bisschen unterstützen, weil sie dann immer noch sich ein bisschen wackelig anstellt. Und dann ist Schwimmen fällig. Ja, ja. Wird alles mit dem Papa geübt. Das wird schön. Ich habe gerade heute... nee, heute nicht. Was redet sich denn? Letzte Woche eine Schultüte gekauft. Einschulung und so steht bevor. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich mich auf... wie ich stolz war mit meiner Schultüte. Aua! Samuel! So geht's nicht! Okay, ich sollte mich heilen. Es kommt davon, wenn man zu viel blappelt, dann achtet man wieder nicht auf die Werte und so. Das ist so typisch. Ja, meine erste Schultüte. Immer wenn ich Schultüte sage, werde ich angegriffen. Ich fühle mich gemobbt. Stirb. Auf dass du mich nicht mehr angreifst, ja. Da war so viel leckeres Zeug drin. Roter Drachenpunsch, alles klar. Kennt ihr diese Jumbos, die es im Aldi gibt? Jumbo, mit so einem Elefant drauf, diese Schokoriegel. Ich finde die so geil. Da kann alles andere da überhaupt nicht mithalten. Dieses ganze Kinder. Gut, Kinder ist natürlich auch eine gute, eine leckere Schokomarke. Aber die Jumbos aus dem Aldi, ey, die sind so gut. Gibt es die überhaupt noch? Ich habe die schon ewig nicht mehr gegessen. Die gab es auch in unterschiedlichen Sorten. Mann, waren die gut. Aber egal, ich drifte ab. Ja, ich drücke hier immer noch wie blöd. Lol, 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 lol. Es müsste so wie bei FF10.2 sein, dass man die Taste gedrückt halten darf. Vielleicht ist es ja sogar so. Ich halte mal gedrückt. Würde ich mich aber schon ein bisschen blöd vorkommen. Die ganze Zeit drücke ich mir... Nee, okay, es passiert nichts. Das geht nur bei FF10.2. Hier muss man schon noch ein bisschen Fingerakrobatik beweisen. Oh, jetzt stirbt doch. Ja, ich sehe schon kommen. Das wird wieder ein reiner Kampfpart. Aber naja. Vielleicht ja der letzte. Kann halt den Viecher nicht mal ausweichen, selbst wenn ich wollte. Ist vielleicht aber auch ganz gut so, weil Spyro und Mark hatten ja als Startlevel Level 7. Vielleicht ist 7 ja das, wovon man ausging, dass man das gegen Ende haben sollte. Und dann, ja, war ich ja mal wieder gut dabei, ne? Das ist gut.
Irgendwann geht meine Enter-Taste kaputt, ich sag's euch. Es tut mir leid, dass ihr das wahrscheinlich im Hintergrund die ganze Zeit hört. Das muss ja schon irgendwie... Also ich hoffe, ihr habt starke Nerven und so. Ich werde das nächste Mal, also in dem nächsten RPG-Maker-Spiel, das wir ja gleich im Anschluss spielen, werde ich wieder auf Controller umsteigen. Versprochen. Dann werdet ihr das nicht so extrem hören. Wein! Bestimmt wieder Rotwein. Schade eigentlich, dass es hier keinen Weißwein gibt. Blauer Punsch kennen wir auch. Obwohl, blau. Doch, ja klar, kennen wir. So, was haben wir hier? Dies ist eine Fake-Truhe. Schon wieder. Kann der Baum was? Nein, der Baum kann nichts. Ha, den Gegner mache ich jetzt mal nicht. Ich bin rotzfrech, oder? Ich werde es bestimmt bereuen. So, und da steht unser geheimnisvoller Typi. Ihr seid so gut wie am Ziel. Ihr habt es fast geschafft. Der Brunnen, der vor dem Heiligtum der Drachen steht, hat heilsames Wasser. Ihr solltet einen Schluck probieren. Wie kommst du hierher so schnell? Naja, okay, er wird es mir nicht sagen. Aber Heilbrunnen klingt schon mal cool. Wasser aus dem heiligen Brunnen der Drachen getrunken. Alle Wunden wurden geheilt, Status normal. Das ist für mich auch ein Grund zu speichern, finde ich. Machen wir mal hier hin. Und weiter geht's. Oh oh. Du bist es? Es sieht ja schon mal böse aus. Was machst du eigentlich hier? Hier gibt es weder Drachen noch sonst was. Egal, ich gucke mich erstmal um. Lololo. Aber ich befürchte, hier wird gar nichts kommentiert und angeguckt. Nee, schade. Schade. Na gut, dann reden wir halt mal mit diesem dunklen, üblen Gesellen. Was wollt ihr an meinem See? Ich glaube, ich höre nicht recht. Deinen See? Dies ist der See der Drachen. Jetzt nicht mehr. Es ist jetzt mein Reich. Und Drachen, die dienen nur als Mahlzeit. Leute, wir haben soeben den Drachentöter gefunden. Was gibt dir das Recht, den Drachen ihr Heiligtum zu besetzen? Dies ist nicht deine Welt. Hier ist, dies hier ist das Paradies. Du machst das also nur, um deine Macht auszunutzen? Die Starken drücken die Schwachen, so ist das nun mal. Genug geredet, wir beenden das. Los geht's. Leute, der Final-Kampf doch jetzt schon. Und der große, ogerähnliche Typ nennt sich hier Pain. Ja, warum eigentlich nicht gleich Magie? Ah, schöne Bossmucke hier wieder. Aus welchem Spiel war das nochmal? Ich mache jetzt nur noch Ultima, ich sag's euch. Lass mich mal drauf kommen. Aus welchem Spiel ist denn das? Final Fantasy, aber welcher Teil? Shit. Welcher Teil war denn das? Ich muss noch ein bisschen denken. Gib mir noch ein paar Minuten. Auf jeden Fall ein älterer. Ich komme nicht drauf, ey. Ist ärgerlich. Nee, oder ist es Mystic Quest? Nee, Mystic Quest ist es nicht. Oder doch? Ach, Menno, ich komme nicht drauf. Kann doch Mystic Quest sein. Also Mystic Quest Legend. Was macht eigentlich mehr Schaden? Ich muss mal drauf achten. Ultima macht 228, okay. Ich meine, es ist doch Mystic Quest Legend, aber gut, korrigiert mich, falls ich falsch liege. Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher. Jetzt sollte ich mich vielleicht langsam mal heilen. So. Heilen alle. Ich muss mich ja eigentlich nur wegen Tammy heilen, weil die immer so rumschwächelt, aber gut, so ist es halt. Fortlaufende Attacke. Oh, das ist schon böse, ne? Jetzt hat er sich gleich wieder runtergekloppt. Kann er nicht auf andere gehen? Es ist feige, auf ein Mädel zu schlagen, Junge. Das macht man nicht. So, gleich nochmal heilen alle. Wir haben ihn. Ja, gut. Erfolge auf ganzer Linie. 500 Erfahrung, du hast 600 Goldmünzen. John erreicht Level 10. Nein! Ich weiß, soll nicht so schreien, es tut mir leid. Nein! Noch nie war ich der Schwächere. Noch nie! Bereust du deine Taten? Lässt du diese Welt nun in Frieden? Ich bereue nichts! Doch, du wirst es bereuen, mich getroffen zu haben!
Spyro, du? Ich hatte keine Wahl, Tammy. Er hätte diese Welt niemals in Frieden gelassen und weiterhin unschuldige Drachenkinder getötet. Wir sollten zu den Drachen gehen und ihnen davon berichten. Ja, das sollten wir. Ja, war wohl das Richtige. Weil, ganz ehrlich, es zeigte sich auch nicht einsichtig. Ich kann es kaum glauben, ihr habt unser Heiligtum gerettet. Nicht nur das, ihr habt unser Volk gerettet. Nun müssen wir keine Angst mehr haben. Im Namen des Drachenvolkes danke ich, der Drachenrat von Thrakia, euch von ganzem Herzen. Mir wäre eine friedlichere Lösung lieber gewesen. Ach, Tammy. Er tötete aus Macht und aus Spaß, nicht weil er selbst in Not war? Ja, das stimmt leider. Ihr Menschen habt ein gutes Herz. Ihr seid in Thrakia jederzeit herzlich willkommen. Aber nun solltet ihr nach Thrako gehen. Der Drachenrat dort wartet sicher schon auf euch. Stimmt. Also los! Da seid ihr ja wieder. Spyro, sag mir, habt ihr es geschafft? Kann unser Volk nun ohne Angst weiterleben? Ja, Sieg, wir haben es geschafft. Ich bin ja froh. Sieg. Also, der Drachenrat von Thrako dankt euch im Namen des gesamten Drachenvolks. Habt vielen Dank. Ich muss zugeben, dieser Chanda, der hat sich nicht mal schlecht angestellt. Tja, Spyro, ich hatte ja auch ein paar Level mehr wie du. War das jetzt ein Kompliment? Ja, das war's. Ohne unser Teamwork hätten wir das wohl nicht hinbekommen. Oh, das hast du aber nett gesagt. Halt die Schnauze, Mark! Typisch Spyro, aber wir sollten langsam zur Kirche gehen. Die Heimreise antreten. Jupp, das sollten wir. Und ihr merkt ja schon, Leute, es ist jetzt doch der finale Part. Ich hätte gedacht, das zieht sich noch ein bisschen mit den Kämpfen und so. Aber schön. Geht schon mal vor. Ich muss kurz mit Sieg reden. Ja, werden wir wahrscheinlich dann bei Spyros Version erfahren, was es da noch zu bereden gibt. Hey Leute! Ich habe gehört, ihr habt es geschafft. Hallo, alter Rabe. Ja, das haben wir. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Danke, aber ohne dich wären wir nie so weit gekommen. Das stimmt. Seid ihr auf dem Heimweg? Jupp. Nehmt ihr mich mit? Gerne doch, wir warten nur auf Spyro. Aber eine Sache wäre da noch. John? Ja? Du warst uns wieder einmal eine große Hilfe. Oh, danke. Dennoch ist es nicht gut für dich, immer aus deiner Welt gerissen zu werden. Darum werde ich dich jetzt mit einem Zauber belegen, damit dir so etwas nicht nochmal passiert. Tja, Leute, und damit die indirekte Ankündigung, dass es wohl keinen dritten Teil geben wird. Es ist wirklich besser so. Wenn du meinst. Mada Nisa! War's das? Jupp. Sobald Spyro hier ist, werde ich dich in deine Welt zurückschicken. Und du wirst nicht mehr herausgerissen. Spaß hat es trotzdem mit euch gemacht. Ich glaube, Spyro kommt. Leute, ich hab euch was zu sagen. Ich werde nicht mitkommen. Was? Aber Spyro? Ich werde mit Sieg hier bleiben. Hast du dir das auch gut überlegt? Ja, das habe ich sogar sehr gut. Ich wollte schon immer in dieser Welt. Ich möchte ein Drachenritter werden. Und die Drachenschmiede interessiert mich auch sehr. Ich gehöre hierher. Seid nicht traurig. Nun, da kann man nichts machen. Tammy, Mark, Ati, seid nicht traurig. Ich komme euch bald besuchen. Kümmert euch so lange bitte um Gato. Gut. Es wird Zeit für die Abreise. Mach's gut, Spyro. Ja, mach's gut. Ich komm mal vorbei. Komm uns mal besuchen. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich wohl wieder ein Zombie sein. Wahrscheinlich, du Stinkstiefel. Also dann, auf geht's, ihr Pappnasen. Seid ihr bereit? 1, 2, 3. Kapula, Kapala. Ist schon morgen. War das ein Traum? Ich habe jetzt keine Zeit darüber nachzudenken. Ich muss meine Tochter abholen. Aber merkwürdig ist das schon. Das zweite Mal so ein Traum. Naja, jetzt erstmal aufstehen. Meine Kleine wird schon warten. Ende! Vielen Dank fürs Spielen. Ja, Leute. The New Adventure of John war das. Wir haben es geschafft. Schön.
Planung Dezember 2013 bis Februar 2014. Bearbeitet von 14 bis November 14. In Zusammenarbeit mit Spyro und John. Yeah. Raven Knight und DJ K. Mark und Slayer. Nobody und unseren geheimen Gast, der vielleicht jetzt aufgelöst wird. Es ist nun Zeit zu sagen, wer ich bin. Ich bin... Jojo! Hey! Cool! Der Jojo war auch mit an Bord. Liebe Grüße an Arti und Sinti. Schlag den schon! Super. An Anne und Lilly. Und an Dreambird. Spezieller Dank an meine Testspieler, DJ K und Slayer. Made by Tanigocha. Ich danke allen für die gute Zusammenarbeit und hoffe, es hat euch gefallen. Ende! Hallo? Ist da wer? Noch immer keine Drachenbabys? Feenkinder? Tierbabys? Rita! Och, Menno! Sehr schön. Ja, Leute. Das war's. Kam jetzt doch etwas schneller wie erwartet. Aber es war ein schönes Ende. Es war ein gelungenes Fanprojekt, möchte ich doch mal an dieser Stelle meinen. Und ja, die wichtigsten Leute wurden ja im Abspann eh schon gegrüßt. Die Grüße gebe ich gerne auch nochmal so weiter. Danke an alle Beteiligten, die sich das hier, die da mitgeholfen haben, mit agiert haben. Es war letztendlich ein schönes Abenteuer. Es war eine tolle Idee, auch parallel Spyros Version zu sehen. Ich habe ja schon des Öfteren gesagt, dass mir persönlich Spyros Version einen Tick besser gefallen hat. Allein wegen den Dialogen, die das Spiel einfach ausgemacht haben, fand ich. Und den ganzen Wortwitzen. Ansonsten fand ich aber auch meine Version sehr schön. Das Kämpfen hat ja im Grunde auch immer Spaß gemacht. Die Dungeons waren ganz schön lustig. Und ja, am Ende, ja, den haben wir es gut gegeben, diesen Drachentöter. Und wir haben es geschafft. Schönes Fanprojekt auf jeden Fall. Wie schon herausgehört ist, wird es wohl keine Fortsetzung davon geben. Aber ich bin zuversichtlich, dass ihr irgendwann mir wieder irgend so ein schönes Spiel präsentiert. Wir haben ja jetzt schon, wie gesagt, die Exklusivversion von Eternal Legends 2. Das ist jetzt zwar kein Fanprojekt, aber es ist halt auch was Exklusives, worüber ich mich sehr freue. Und wenn ihr mal Lust habt, sowas in die Wege zu leiten, dann könnt ihr stark davon ausgehen, dass ich sowas immer begrüße und unterstütze und dann auch, falls es fertig wird, gerne spiele. Ja, schön war's. Mit Grüßen verbleibe ich dann natürlich noch an die restlichen, die hier noch nicht genannt wurden. Hab's jetzt leider gar nicht vorbereitet. Da gab es ja noch einige, natürlich, Kommentarschreiber, die hier ihren Spaß hatten. Sorry, ich habe wie gesagt, jetzt keine Liste und so, aber fühlt euch einfach gedrückt und danke, dass ihr Interesse gezeigt habt, sowohl hier als auch in Spyros Version, die jetzt eventuell auch bald enden wird. Und ja, ich habe so irgendwie das Gefühl, als würde ich noch gern was loswerden, aber nee, das war's. New Adventure of John hat mich gefreut, euch hoffentlich auch, hinterlasst mir Feedback. Wir sehen uns in einem nächsten RPG Maker Game. Macht's gut, euer John McCloud.